Grüß Gott, liebe Leute! Mein Name ist Friederike, ich bin vom Ibiza Kurier, der deutschen Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Die kennen Sie ja eh schon, also muss ich Ihnen jetzt nicht groß zeigen. Das ist die deutsche Publikation für Ibiza und Formentera in deutscher Sprache. Wir berichten von einem ganz kleinen Einzugsgebiet, von unserer kleinen schönen Insel Ibiza und der noch kleineren und aber auch wunderschönen Insel Formentera. Nichtsdestotrotz, alles was auf dieser Welt passiert, betrifft uns auf Ibiza und Ibiza ist im Prinzip ein kleiner repräsentativer Durchschnitt von dem, was hier gerade auf der Welt passiert. Ich befinde mich heute in Ibiza. Wie Sie sehen können, wir haben hier einen wunderschönen Blick auf die Altstadt und auf die Burg. Da wird oben am Parador fleißig gearbeitet, man sieht den Kran. Der dreht sich auch, er bewegt sich auch. Da werden ja im Moment große Erdbewegungen wieder stattfinden. Und wer den Ibiza-Kurier liest, der weiß auch, dass dort im Moment der neue Parador entsteht. Also ein Luxushotel, gehören zu einer Kette, was jetzt aber auch die Arbeit wieder unterbrochen werden mussten, weil man archäologische Reste gefunden hat. Also es hört nicht auf, auf Ibiza ist immer alles spannend und wir sind verbunden mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Was die Zukunft uns bringen wird, stelle ich jetzt einfach mal an die Seite. Und wie Sie ja aus unserer kleinen Serie hier auf YouTube wissen, Ibiza ungeschnitten, ist ein Projekt, das uns in den letzten Monaten eingefallen ist und wo wir auch zahlreiche Zuschauer schon gewinnen konnten, die regelmäßig einschalten. Falls Sie noch nicht abonniert haben, unten unter dem Video ist ein roter Button, ganz arg wichtig. Bitte drücken Sie auf diesen Abonnieren-Button und daneben ist noch so eine Glocke, die können Sie auch noch aktivieren, damit Sie dann auch wieder wissen, wann das nächste Video kommt. Heute ist der 13. Mai. Ich stehe also hier in einem Wohngebiet. Es ist ein reines Residentenwohngebiet. Wir sind hier nicht in einer touristischen Zone oder so. Hier wohnen wirklich die Einheimischen. Und haben ein wunderschönes Wetter. Seit 2-3 Tagen ist sozusagen der Sommer jetzt da. Wir hoffen, dass der Sommer auch bleibt. Und wir haben auch viele gute Nachrichten zu verkünden. Viele Lockerungen wurden jetzt beschlossen. Drastische Maßnahmen, die aufgehoben wurden mit dem Ende des Alarmzustands am vergangenen Sonntag, am 9. Mai. Und ja, auch sonst ist die Lage, was Corona, Covid angeht, auf Ibiza sehr entspannt. Wir hatten den letzten in Verbindung mit Corona verstorbenen Menschen am 5. April, also vor über einem Monat. Und insgesamt seit Ausbruch der Krankheit Covid-19 hatten wir auf Ibiza und Formentera 104 Menschen, die verstorben sind im Zusammenhang mit dieser Erkrankung. Wir haben kaum Fälle und wenn dann sehr leichte oder asymptomatische. Im Moment sind, glaube ich, ein Mensch auf der Intensivstation oder zwei, also marginal. Das heißt, die Insel öffnet sich jetzt auch und ja, für Tourismus. Aber wie sieht es eigentlich mit den Einheimischen aus, die hier die ganze Zeit leben und die über die Runden kommen müssen und auch die Mieten bezahlen müssen, die nicht besonders erschwinglich sind auf Ibiza, wie man weiß. Der Lebensunterhalt, die Kosten dafür sind recht hoch. Deshalb bin ich heute hier jemanden besuchen, die Mary. Sie arbeitet im Beauty-Bereich als Kosmetikerin und hat sich anstatt Homeoffice ihren Home-Salon sozusagen hier eingerichtet, wo sie auch ihrer Arbeit nachgehen kann. Und ich habe sie gefragt, ob es okay ist, wenn wir sie besuchen kommen und einfach mal hören, wie es ihr so geht. Deshalb werden wir mal uns den Salon jetzt anschauen. Auch wenn es hier auf dem Balkon wirklich, wirklich schön ist, gehen wir einfach mal hier um die Ecke. Genau. Klingeln mal. Hallo, hallo Mary. Hallo. Hallo. Servus. Herzlich willkommen. Ja, das ist unsere liebe Mary. Ich komme gleich mal rein. Hi. Ja, ich wollte mich erstmal bedanken. Vielleicht kommen wir ein bisschen so rum. Dann hast du, also ihr, einen besseren Blick. Ja. Mary, ganz kurz in mein Home-Studio. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich bin immer neugierig, auch mal Leuten hinter die Kulisse zu gucken. Vor allem in diesen Zeiten, wo jeder ja irgendwie aufgefordert ist, umzuplanen, umzustrukturieren, alte Dinge loszulassen, sich neu zu orientieren. Aber ganz kurz, bevor man die aktuelle, woher kommst du ursprünglich und wie lange lebst du schon auf Ibiza? Also ich bin gebürtige Italienerin.
Ja. Deine Eltern sind Italiener, genau. Aber geboren? In Italien. In Italien? Genau, bin aber allerdings mit sehr jungen Jahren nach Deutschland ausgewandert. Bin da großgezogen, geboren im Schwarzwald. In welchem Alter bist du dann? Mit 8. Mit 8. Und dann im Schwarzwald? Genau, direkt im Schwarzwald, im kalten Schwarzwald. Wo genau Schwarzwald? In Trossingen. Das ist in der Nähe von Villingen und Schwenningen, gehört zu Tuttlingen. Man hört's. Ja, ganz klar. Ja. Hätte ich jetzt so genau nicht lokalisieren können, aber dass du aus dem Süden bist, genau. Das hört man schon deutlich ja. aus. Okay. Und eben im Alter von 22 Jahren bin ich dann nach Ibiza im Urlaub auf Besuch gekommen. Und wie lange ist das schon her in Frankreich? Es sind 17 Jahre her. Okay. Ja. Und bin dann dementsprechend, so wie man sieht, hier. Und was hast du beruflich für ein Background? Was hast du gelernt? Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau im Parfümeriebereich. Ja. Und eben, so wie ich das halt im Leben sich da so viel verändert hat, mit auch Schwangerschaft hat man dann auch andere Sachen dann experimentiert und hat man dann einen anderen Job gewählt. Du bist alleinerziehende Mutter? Ja. Du hast einen kleinen Sohn? Ja. Wie heißt der und wie alt ist der? Manuel heißt er und ist 10. Okay. Und selbstständig? Also ja. Alleinerziehende Mutter, selbstständig im Ausland? Genau. Also gut, im Ausland. Ja, mittlerweile ist es nicht mehr Ausland. Was ist denn noch Ausland? Ne? Ja. Wir haben ja hier auf Ibiza viele Menschen, die so ganz unterschiedliche Abstammung und dann genau. auch dieses Nomadenleben führen. Und wie hast du dir jetzt hier das ermöglicht, dass du auf Ibiza Fuß fassen konntest oder beruflich zumindest ja, das tun, was du kannst? Was du Es war nicht einfach. Also man muss ein bisschen einen Background haben, also auch ein bisschen finanziell auch noch was dabei haben, um hier was zu starten und dass es richtig gut läuft. Natürlich jetzt durch die Krise war jetzt nicht unbedingt sehr schön, aber es... Wann hast du dich denn entschieden, wirklich hier zu bleiben? Also nicht nur Urlaub und Jobben, sondern also ich hab, auch mit dem Kind mit an der Schule? Kind, genau, also ich war auch in der Zeit, wo mein Sohn auf die Welt kam, wieder zurück nach Deutschland, habe dann entschlossen, in 2007 nochmal wieder hier zu bleiben. Da wurde mein Kind eingeschult. Und eben dann, seitdem sind wir fest hier. Mhm. Also auch mit meinem Geschäft und mit meinem Kind, der jeden Tag zur Schule geht. Du hast hier ganz viel so Diplome. Mhm. Was machst du denn eigentlich? Also ich bin Lash Stylistin, also die Wimperntante, würde man sagen, in Deutschland. Und auch Microblading Artist. Das heißt, ich mache Microblading, permanentes Make-up für Augenbrauen und auch für Lippen und permanent Make-up. Also das ist deine Nische, deine Spezialität. Genau. Also aus dem Kosmetikbereich, der sehr breit gefächert genau, ist. Genau, also speziell für Wimpern, Extension und Mikropigmentierung. Okay. Okay. Und das hast du hier jetzt sozusagen dein Salon. Man sagt ja auf Spanisch heißt Wohnzimmer, Salon. Mhm. Wir sind jetzt also im Salon. Im Salon. Du hast den Salon im Salon. Genau. Mein Home Salon, ja. Ja, ich meine, man muss Kosten sparen. So eine Miete in Ibiza Stadt wäre natürlich, sehr also so ein Ladenlokal wäre natürlich mhm. auch bestimmt verlockend, sowas zu haben. So ein, aber das ist die Kosten und das Risiko für so eine Miete. Ja, es ist gerade nicht einfach, ne? Also mit der Miete kann man bei den sehr günstigen schon mit 1000 Euro rechnen. Aber bei dem Blick, ganz braucht ehrlich, man nichts anderes. Mit diesem wunderschönen Blick da auf die Burg, da würde ich auch gerne von zu Hause arbeiten. Oder auch als Kundin, ich meine, das ist ja toll, da liegst du hier, hast du so einen schönen, entspannten Moment und lass dich schön machen. Welchen Tipp würdest du denn einem Auswanderer geben, der jetzt vielleicht überlegt, im Moment, ich will raus aus Deutschland oder aus Österreich, sonst wo, Ibiza, im Speziellen jetzt vielleicht sogar, was würdest du einem, jemand, der mit dem Gedanken spielt, im Ausland, also nach Ibiza zu kommen, also auf jeden Fall, genug Geld dabei zu haben, dass man zumindest ein Jahr dementsprechend mit dieser Krise nicht arbeitet, dass man sich ein Jahr finanziell das auch leisten kann. Okay. Die Mietpreise also sind sehr teuer. Genau. Ein Puffer von einem Jahr. Circa, ja. Und was meinst du, wann kann man entscheiden, ob man auf Ibiza jetzt bleiben sollte und Fuß gefasst hat oder ob man lieber die Illusion dann doch aufgeben sollte? Weil es ist wirklich schwierig auf Ibiza. Also spätestens an Weihnachten. Da wird es traurig. Genau. Da würde ich auch sagen, ja, vielleicht da. Wenn da noch einem gefällt, auf der Insel zu bleiben, dann würde ich auch bleiben. Ja. Weil die Winterzeit, man hat einen sehr schönen Winter. Du warst sonst nie da, diese Winter? Das ist der Corona-Winter? Nein, ich war schon immer. Also ach meistens, so. Ja, ich okay. bin auf die hier. Ach klar, mit Schule. Genau, okay. Seitdem er in die Schule ist, auf jeden Fall. Und was war diesen Winter 2020, 2021 anders als die ganz
vorigen Winter? Es war sehr still. Es war sehr vom Beruf her sehr still. Also man hat wirklich die Krise gemerkt, also die Corona-Krise hat man gemerkt. Ich meine, es ist ja jetzt ein bisschen eine kostspieligere Behandlung. Genau. Und diejenigen, die die Behandlung auch leisten können, selbst die sind zurückhaltend geworden mit ihren Ausgaben für so, ich sage jetzt mal Schnickschnack, ja, also weil das ist ja alles extra. Ja, also man muss auch sagen, man hat auch diesen Klientel, die sich doch das leisten kann und Gott sei Dank, mit denen ist man halt durch die Runde gekommen. Und da hast du deine Stammkreis? Genau, meine Stammkreis, ja. Aber muss ich auch sagen, ist viel ausgefallen, also das Nachtleben ist ausgefallen, also die ganzen Tänzerinnen, die nicht zum Arbeiten gekommen sind, ist ausgefallen und man hat das sehr viel bemerkt. Und was für einen Anteil haben diese, ich sage jetzt mal Performer, Tänzerinnen und Promotion-Leute, die dann bei dir im Sommer, das ist schon eine wichtige Einkunft, ja. Die dich dann auch über den Winter hinaus wieder unterstützt, sozusagen. Ja. Ja. Generell, man sagt ja immer, Ibiza, das ist die Insel der Reichen und der Schönen, der Reichen, ja, aber auch der Armen. Auch die Reichen weinen. Und auch die Reichen weinen. Und was ist es mit dem Schönen? Ich wollte mal hören, man sagt immer, Ibiza, Schönheit, Frauen, gibt es da irgendwas, was dir dazu einfällt? Wir haben ja viele Frauen, ich höre es halt immer auf, die sehr selbstbewusst sind, die wirklich ihre Weiblichkeit auch trauen zu zeigen. Das ist ja nicht jede... Ja, ich will jetzt nicht sagen, aber vielleicht eine italienische Frau und eine Spanierin, die sich wirklich rausputzen und so. Und eine deutsche Frau, die dann eher ein bisschen zurückhaltend ist. Du hast ja hier einen totalen Mix an Frauen. Ja. Aus unterschiedlichen kulturellen Backgrounds. Oder, und was hat das Thema, ja, Schönheit und Ibiza und Frauen. Ist es irgendwas, fällt dir dazu irgendwas ein? Also in den letzten Jahren, die Frauen, vor allem hier auf Ibiza, die richten sich. Ja, also im Verhältnis zu anderen Jahren, da war man sehr hippie. Also da war es auch egal. Also dieser Nude-Look? Oder genau, dieses also einfach dieses ist mir egal gerade. Also 70, ich komme vom Strand 70, und ich kann 80, mich ja. auf ein Restaurant hinsetzen. Das war früher sehr normal. Ja. Mittlerweile hat das sich einiges geändert. Okay. Also die Leute richten sich. Ja, es gibt ein paar Lokale da draußen, wo ich mich nie reintrauen. Und da sind alle Frauen super. Und ja, mittlerweile, es wird auch viel auch mit diesen Schönheitschirurgie gespielt. Ne? Also ja. Es wird viel Botox angeboten. Ah, okay. Und es wird auch viel Hyaluron angeboten. Und man sieht es. Also die Leute richten sich. Also die, woran sieht man das? Sehen denn, weil die alle gleich aussehen? Dann meistens, ja. Ja? Ich meine, deine Arbeit ist ja die Individualität, die eine Frau hat, durch es die Wimpern genau. sind ja für das Gesicht... Es ist permanent, also semi-permanent, ja, also ja. Das ist nicht, es ist provisorisch sozusagen, also man hat einen Zyklus und es ist nicht fest, also genau. Aber du würdest jetzt, du glaubst nicht, dass eine Frau zu diesen drastischen Mitteln greifen muss, wie Botox und anderes, das ist ja hier wie so ein Pop-Up-Klinik, gibt's ja überall jetzt so. Du meinst also auch mit kleinen, feinen, raffinierten Verbesserungen kannst du viel mehr rausholen? Man kann mehr rausziehen, ja. Okay. Also man braucht nicht viel, um schön zu sein. Ja. Du hast wahrscheinlich als Selbstständige auch einen sehr unregelmäßigen Arbeitstag. Noch den Jungen dazu. Wie hältst du dich denn in Balance? Ich meine, du strahlst und du lächelst und du scheinst ein sehr zufriedener Mensch zu sein. Das liegt sicherlich auch... dass du hier leben kannst auf Ibiza, aber woher schöpfst du deine Kraft und warum bist du überhaupt auf Ibiza, ja, ich meine, du... Gelandet? Ja, alle sagen, Ibiza also, gibt mir Kraft, aber ja, gibt also Ibiza Kraft? Es ist sehr viel wetterabhängig. Also morgens aufzustehen und die Sonne strahlt, also da kann man nur gute Laune haben. Stimmt. Und daraufhin ist man, wenn man gut gelaunt ist, man findet auch wirklich die Kraft, auch auf sich was Neues einzulassen. Und man findet auch wirklich jeden Tag was Neues zu machen. Ne? Und also du meinst allein das Licht und die Sonne und also morgens für mich persönlich, ja. Gibt dir den Schub zu sagen, hey. Und so. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp, einen Trick, wenn man auf Ibiza ist, es ist heiß, es ist ja, die Haut wird beansprucht, die Haare. Gibt es irgendwas, was du so als kleinen Tipp für jemand, der sich im Sommer vielleicht ein bisschen frisch halten möchte? Viel trinken. Sehr viel trinken. Du trinkst? Ich trinke sehr viel und viel trinken. Also es gibt Leute, man unterschätzt das wirklich. Das tut der Haut sehr gut, es tut die Zellulitis sehr gut und man tut auch Toxinen ausspülen. Jawohl. Also man sieht es auch in den
mit den Falten. Und bleibt, sprechen, und bleibt gesund, weil wenn die Toxine und so rausgespült werden, genau, dann ist und lächeln. Und lächeln. Ja, genau. Das Lächeln hat einfach viel Kraft. Mit diesem Lächeln würde ich mich, glaube ich, jetzt auch schon verabschieden in diesem Moment. Ich habe, ich bedanke mich. Bei dir. Ich mich auch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, toll, 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 und dass es wächst und wächst. Und deine Kontaktdaten, die schreiben wir hier unten drunter unter den, in den Text unter dem Video. Und noch eine, da ja, gibt es dann alle Infos über gerne, die Mary und auch, danke, wo man dich finden kann. Und ich, ja, gucken Sie mal in diesen Text, da können Sie nämlich auch unter einem anderen Link auch 3 Gratisausgaben vom Ibiza Kurier downloaden und mal Probe lesen, falls Sie die Zeitung noch nicht kennen. Also halt hier unter dem Video Beschreibungstext erstmal Mary, die hier unsere Hauptdarstellerin heute ist. Und drunter dann auch weitere Informationen über den Ibiza Kurier. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, ne? Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hasta luego.